Hallo liebe Sonnenfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal Medieval Treasure. Heute bin ich auf einer Wiese, eigentlich eine der meist abgesuchten Wiesen von mir. Da gibt es auch schon viele Videos, ich kann mal beispielhaft eins einblenden. Hier auf dieser Fläche, auf dieser Wiesenfläche habe ich einst eine karolingische Rechteckfibel gefunden. Und diverse Silbermünzen, drei Stück waren es an der Zahl, also nicht große Menge, viel Reichspfennig und viele ältere Kupfermünzen. Allerdings nicht mehr die besten, aber es kam immer wieder Funde. Auch Blomben waren dabei, interessante. Und die ist echt wirklich die meist abgesuchte Wiese, die ich habe. Hier unten ist ein Acker, auf dem wollte ich eigentlich gehen, aber wenn man genau hinguckt, schaut mal, wie nass es ist. Es hat heute Nacht richtig gegossen und der Acker wird dementsprechend auch nass sein. Da will ich erstmal noch warten, vielleicht gehe ich da morgen mal hin, mal gucken. Jedenfalls, Video im Uncut-Format, filme ich das heute, 30 Minuten, stelle ich den Timer ein und da wollen wir mal gucken, was geht, ob die Wiese wirklich so gut abgesucht ist, wie ich es mir einbilde oder ob da vielleicht doch noch der ein oder andere gute Fund zum Vorschein kommt. Unterwegs bin ich natürlich mit dem Equinox 900 und Multifrequenz. Mal gucken, ob er noch was rauskitzeln kann. So, dann setze ich meinen Timer. Das geht ziemlich schnell. 30 Minuten. Stadt läuft. Gehen wir da raus. Und jetzt geht's los. Handschuhe noch anziehen. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht auf dieser Wiese. Bin gespannt, ob der Equinox hier noch was holt. Der 900er. Ich laufe im Feldblock 2, also im zweiten Programm davon. Bin meistens hier mit dem Fischer F44 gelaufen. Das ist tief, nehmt's mal mit. Ach komm, schauen wir mal. Sind wir einmal dabei hier. Wenn es halt weg ist, ist es weg. Ne, ich glaube, das ist nichts. Es kann Eisen gewesen sein, ein kleines Eisenfragment. Wenn es eingepresst ist, kann es auch mal ein bisschen besser kommen, reinkommen. So kommt's gut. So gar nicht. Oder doch jetzt? Es ist wahnsinnig nass hier, ey Leute. Es hat echt richtig viel geregnet die Nacht. Die Wiese ist bekannt dafür, dass es schlecht abläuft. Okay, das Signal wird ein bisschen besser, ein bisschen klarer. Gut, hinknien ist natürlich auch nicht möglich. Ist natürlich auch doof. Muss ich mich auf einen anderen Stiefel knien. Noch ganz hier oben. Hier an der Seite. Thank you.
Hier, selbst der Spaten steckt so fest drin, dass ich nicht rauskriege. Hier ein richtig alter, handgeschmiedeter Eisennagel. Ja, der ist schon was älter, das typische Form, nur die eine Seite hier, ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Aber der ist schon was älter, auf jeden Fall. Gut, schauen wir weiter. Ja, die handgeschmiedeten Eisennägel, die kommen halt immer irgendwie gut rein. Möchten wir nie liegen lassen. Das lassen wir liegen jetzt. Ich muss mal in eine Stelle, wo nicht so viel Matsch ist. Es ist hier echt schlimm. Ich glaube, hier wird es jetzt besser. Und hier haben wir auch ein schönes Signal. Zwar nur 6-7. Kriegen wir vielleicht sogar so. Ach, wieder auf meinen Stiefel knien. Soll hier schon irgendwo sein. Das kann natürlich Folie werden jetzt hier. Bist du denn an? Ja, es liegt wirklich ganz oben hier drin. Das muss ja nicht immer schlecht sein. Also es ist heute echt wahnsinnig nass. Glaubst du, ich krieg dieses Signal? Ah, hier. Ne, ist ein Stein. Mann, geh doch her. Hier. Ja, jetzt haben wir es endlich. Ja, das ist nur ein Stück Blech zusammengekrümmelt, uninteressant. Auch überall immer noch so Wasserlöcher. Das Signal gefällt mir. Ist auch richtig gut. Also der findet jetzt richtig viele Signale. Und ich bin eigentlich im mittleren Bereich hier. Dem Fischer schon gut abgelaufen, weil ich hier im mittleren Bereich eigentlich die besten Funde gemacht habe. Aber er findet hier immer noch was. Ja, es ist jetzt wieder nass, richtig nass. Geht ziemlich tief rein. Das kann natürlich auch wieder noch mit rein spielen in das Ganze, dass er dadurch ein bisschen besser findet. Das muss hier schon liegen. Kann natürlich jetzt auch alles nur Schrott sein, was ich finde. Hier, das da. Ja, pff. Auch irgendwas aus Blech mit Eisen dran. Uninteressant. Aber den Eisennagel am Anfang habe ich euch gezeigt, weil ich finde, solche alten Eisennägel haben einfach was. Boah, 6er Wert nur. Ja komm, ich tue es mir an. Kann eigentlich nichts mehr rüberkommen, oder?
Spatz, Schabshausen. Hier hüben muss es sein. Hier oben kann natürlich hier immer was vom Jäger sein, sage ich jetzt mal. Oh, wird das eine Münze? Weil hier drüben ist ein Hochsitz, ja, hier unten ist ein Hochsitz und das, was vom Jäger hier kommt, also irgendwelche Patronenhülsen oder sonst was. Ja, das ist so barzig hier. Was haben wir denn hier? Das könnte ein Knopf sein. Ich weiß aber auch nicht genau. Schauen wir uns mal genauer an. Hier. Tun wir mal da rein. Aha. Ja, es ist ein Arsen-Bronze-Knopf. Unten die Öse schon weg. Ich habe diesen Rand gesehen, dachte mir, könnte irgendwas anderes werden. Ne, also im Bronzeknopf kannst du gleich drin bleiben. Tja, siehst du. Wieder der erste Fund eigentlich für den Tag schon. Also im Bronzeknöpfe finde ich sowieso gern und die zeige ich auch immer. Weil wenn sie Ornamentik haben, ist jeder einzelne immer ein Unikat, das ist alles von Hand ein. Graviert. Der Wert war jetzt so um die 22 darum, ne? Was war das jetzt? Nee, Quatsch, war nicht um die 22. Was war das für ein Wert? Ich hab das jetzt schon wieder vergessen, Leute. Egal, ihr habt es ja gesehen. Springt zumindest nicht im Minusbereich rein. Und beim Einmittel mit 34, da graben wir das mal an. Könnte ziemlich tief liegen. So. Jetzt nur noch mit 5. Gucken wir mal mit Pini, was er sagt. Hier hüben. Boah, was sind da für Fliegen unterwegs? Die gehen mir immer so ins Auge. Ans Auge. Hier? Hä? Gerade eben warst du doch noch hier. Ist der reingefallen? Oh, ich muss unbedingt mal den Beepstone anmachen. Beim Pinpointer. Ja, was? Kannst du nicht verschwunden sein?
Hier haben wir erstmal einen Stein. Der Barz. Da. Nee, wieder ein Stein. Das gibt's doch nicht. Hier. Das ist es. Ja, das ist es. Ach, komm, einfach in die Hose. Man sieht hier oben drauf noch so Knubbel. Hier. Das war wohl ein Knopf. Ist hier an der Seite aber schon weggebröselt. Ja, das ist nichts Besonderes mehr. Aber ich mache Funde noch, die ich vorher mit dem Fischer nicht gefunden habe. Das tun wir mal da rein. Gucken wir erstmal genauer an zu Hause. Wenn messe ich es auf diese Wiese ein, da habe ich schon so viele Messpunkte hier. Kommen dann einfach dazu. Im oberen Bereich, das sind sowieso die meisten Funde. Ja, ist ziemlich große Wiese. So, ja, schwierig die ganzen Löcher hier wieder schön zuzumachen bei dem Frampf. Aber so gut es geht zumindest. So, weiter geht's. Ja, hier wird es jetzt trockener. Hier haben wir ein schönes Signal. Dreizehner Wert. Könnte eine feine Kupfermünze werden oder sowas. Oder einfach nur ein Stückchen Kupferblech. Ist noch drin. So. Ich hab dich doch auf jetzt höchste Empfindlichkeit, wollte ich sagen. Aha, hier kommt was. Hier. Ja, siehste, hab ich mir fast gedacht. Einfach nur ein Kupferblechchen. Nichts Besonderes, ziemlich dünn. Ziemlich modern. Jo. Es kann auch durchaus sein, dass wenn der Timer sich meldet, dass ich einfach weiter filme, wenn ich Lust drauf habe, weil ich mir einfach sage, okay, das Video hat jetzt noch nicht genügend Funde abgeworfen, um es hochzuladen und dann wird einfach noch ein bisschen weiter gefilmt und dann wird es halt einfach in Uncut gekürzt oder verlängert. Ne, Uncut V verlängert, Uncut G gekürzt, Uncut U ungekürzt. Das ist dann das Original. So möchte ich das irgendwie gestalten. Das kratzt, aber... Oh Gott, das liegt sehr oben.
Das ist bestimmt ein Eisenbrocken. Schön was Großes aus Eisen, flach und täuscht hier jetzt den Detektor. Boah. Oder elendig groß. Und trotzdem noch tief drin. Kann natürlich auch sein. Kommt es trotzdem rein, als wenn es direkt oben liegen würde. Müssen wir erstmal mit dem Pinpointer nachschauen. Ja, hier oben liegt was. Jetzt sollten wir es dabei haben. Ah, ich sehe schon. Ja, habe ich mir doch gesagt. Ein großes Eisen, das einfach plan drin liegt. Das täuscht natürlich den Metalldetektor. Da kann keiner was machen so richtig. Man vermutet zwar, dass es Eisen wird, aber ja, die Neugierde lässt dann halt doch angraben dann. So. Hier werden die Signale dann schon wieder plötzlich schlagartig weniger. Deswegen drehe ich jetzt um. Lauf noch mal hoch. Falls wir noch irgendwie ein bisschen weit kommen. Ich weiß nicht, wie lange der Timer noch geht. Welche Leistung laufen wir überhaupt? Och, 23 nur. Ja, mal wenigstens auf 25 gehen. Aha. Das nehmen wir mit. Fliegt ein bisschen, kommt ein bisschen unsauber rein, aber es kann auch sein, weil es vielleicht ein bisschen tiefer liegt. Und er sehr klein ist und kann sich noch entwickeln, das Signal. Hier hüben im Rand. Hier drin. Eben hat es vibriert hier. Kann nicht groß sein. Hier haben wir es. Einfach nur ein Eisenknubbel. Könnte auch ein Pistolenprojektil gewesen sein, ziemlich verrottet. Naja, nicht der Rede wert. Ja, es ist gesprungen. Man könnte es natürlich dann schon von vorne weg meinen. Aber ja, gut, man wird immer wieder mal eines Besseren belehrt, dass man doch schlechte Signale auch mal angraben soll. Oh, komm her. Boah, es wird warm, Leute. Ich muss meine Jacke ausziehen. Gar nicht mehr gewohnt, so eine Wärme.
Da freue ich mich schon auf den Acker da unten. Der ist zwar auch schon abgesucht, aber der wurde schön tief umgegrubbert. Und ich glaube, da kommt bestimmt noch einiges Gutes an Signalen. Komm, das nehmen wir mit. Auch gesprungen natürlich, gekratzt, gezilpt, sage ich immer beim Equinox. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn es das täte. Jetzt wird es aber besser. Hier in der Wandung liegt's. Müsste man es eigentlich hier liegen haben. Ja. Ach, hier, ich sehe Eisen. Okay. Einfach. Ja, das war wohl mal irgendwie sowas wie eine. Ich glaube, da war was drin gesteckt in der Mitte. Nee, da war nichts drin. Einfach ein Stück Eisen. Nichts Besonderes. Ich will es euch trotzdem mal zeigen. Hier. Ich habe das Gefühl, dass in der Mitte was gewesen sein könnte hier. Aber ich glaube irgendwie, solange ich drüber reibe, doch nicht. Einfach nur ein Stückchen Eisen. Aber halt so schön viereckig gemacht. Ne? Irgendeinen Zweck sollte es erfüllen. Mal gucken, ich mache das mal sauber. Wer weiß, ob da nicht irgendwas drauf ist. Ich habe das Gefühl, ich erkenne da irgendwas. Werden wir dann sehen, wenn ich sauber habe. Ich tue es erstmal mit in die Tüte rein. Und dann schauen wir, ob da was draus wird. Man hat ja nicht ohne Grund sich einfach so ein viereckiges Stückchen Eisen geschmiedet. Einfach nur so aus Jux und Dollerei. Sollte vielleicht irgendwas werden, soll irgendwas darstellen, wir werden es sehen. Ach, das ist doch Sondeln, oder? Ihr seid dabei, ihr seht alles, was ich da mache, was ich da veranstalte. So muss das laufen. Das natürlich nicht in jeder Folge super Funde rüberkommen, ja. Gerade bei den Ankatz. Oh, das Signal nehmen wir noch mit. Hier. Gerade bei den Ankatz ist das gar nicht so einfach, weil du ja einen Timer setzt, um in der Zeit einfach was zu finden. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Irgendwie ist jetzt weg. Steckt hier drin. Sicher, ja, hier oben, hier ist auch eine alte Keramik wieder, habe schon lasiert, aber schaut mal hier, die hat schöne Riffelung außen dran, war eine Schüssel, und die Riffelung ist einfach dran, dass das Ganze ein bisschen mehr, besseren Grip hat. Oder einfach eine optische Verschönerung hier von außen, man erkennt es, wenn man es gegen das Licht hält, war eine Schüssel, von innen ist sie lasiert. Mit Sicherheit war das ein Schüsselstück. Ja, nicht so alt.
Ah, der Timer, siehst du? Aber wir sind ja noch nicht zu Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben hier noch einen Metallfund zu bergen. Ich habe jetzt nur das Stück Keramik raus. Nicht du, Bobbel hier, du. Doch, das Bobbel da. Wieder so ein Eisenknüppel, Knobbel. Was auch immer das ist. Nichts von Wichtigkeit. Gut, Leute. Ich denke, für die erste Sondelrunde im Ankertformat kann man das durchaus lassen. Es gab einen Arsen-Bronze-Knopf, noch einen anderen Knopf, einen Bruchteil davon mit den Knubbeln da drauf. Jetzt ein Stückchen Keramik. Ja, nichts Besonderes, nicht die Welt, aber immerhin, das haben wir jetzt in einer halben Stunde gefunden und ich finde, kann man durchaus, weil es das erste Video jetzt seit langer Zeit mal wieder im Uncut-Format ist, hochladen, werde ich auch tun und weitere werden auf jeden Fall folgen. Gut, schön war es, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaut habt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Alle, die gerade nicht so fit sind, werdet wieder fit und alle, die fit sind, werdet nicht krank. Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video.